Hallo. Ich brauche dann ich von dir. Ja, ich bin der Armin. Gott sei Dank sind noch ein paar geblieben. Gott sei Dank, Gott sei Dank. Ich rede immer ohne Konzept. Das sage ich auch aus dem Grund, dass ihr euch auch mal hertrauen könnt. Was Sätze loslassen, was einfach loswerden wollt. Einfach frei reden, einfach was euch belastet, einfach wie ihr denkt. Punkt 1 will ich gerne mal sagen, weil mich auch einige Freunde darauf angeschrieben haben, dass die Mahnwache irgendwie esoterische Züge annimmt und so weiter und so fort. Wer schon früher da ist, der weiß, dass ich auch immer da meditiere. Ich will dazu nur eins sagen, wie passiert das meiner Meinung nach? Naja, die Leute schauen kein Fern mehr und beschäftigen sich mit sich selber. Im seelischen Sinne. Also Meditation ist für mich, dass ich in mich schaue und Fehler von früher verarbeite, erkenne und dadurch einfach relativ ein besserer Mensch werde. Ich schaue wenigstens dazu. Manche Leute, dann kann es passieren, dass sie gewisse Erfahrungen machen, da will ich jetzt auch nicht drüber reden. Aber es ist so ein heftiges Erlebnis, dass man es einfach jedem sagen will und auf der Mahnwache verstehen das einige nicht, was ich auch verstehen kann, weil es ist einfach sehr schwer zu begreifen und das würde ich gerne mal dazu sagen und ich wollte auch gerne mal was ausprobieren. Man ist ein Politiker. Ziemlich. Es kann es nicht sein, dass Israel über 900 Atomsprengköpfe besitzt, nicht beim Atomwaffensperrvertrag dabei ist und es aber trotzdem von den Iranern verlangt. Die verlangen, dass sie zum Atomwaffensperrvertrag gehen. Da sind sie schon längst. Na, aber dann wollen sie, dass die Urananreicherung immer noch verkürzt und das Ganze. Aber haben sie denen ins Hirn geschissen? Nein, ist ganz ehrlich, daneben ist ein Land mit Atomsprengköpfen und die dürfen sich nicht mal gescheit verteidigen. Na gut, dann haben sie auch eine religiöse Fatwa ausgerufen, also wenn wir jetzt sagen, dass es alles Terroristen und kranke Muslime sind, dann müssen sie doch jetzt nach diesem Weltbild auf ihre religiösen Führer hören. Und wenn die religiösen Führer sagen, es ist eine Fatwa ausgerufen, dass wir mit dem Atomprogramm aufhören in puncto Atomwaffen, dann sollte man das bitte glauben, weil wir glauben, es sind ja religiöse Fundamentalisten spinnen und sonst was nicht. Also ganz ehrlich, nur mal so viel dazu. Nein, das ist nicht mehr lustig. Es gibt eine leibende Doku von Ken Jebsen, die ist schon ein bisschen älter. Da geht es darum, dass deutsche Studenten runter nach Palästina gehen. Sie sind zuerst mal auf der einen Seite der Mauer, erfahren da ziemlich viel Schreckliches. Ich habe es wieder angeschaut, das ist wirklich schlimm. Die haben zum Beispiel ein wunderschönes Dorf, das, glaube ich, 800 Jahre alt war. Ein wunderschönes Ziegendorf. Stellt sich das so ungefähr vor wie im Burgenland oder in der Steiermark im Waldviertel. Unser Almöhi, der hat so eine schöne Weide. Nein, ist ganz ehrlich, der hat so eine schöne Weide. Der ist vielleicht auch christlich angehaucht, sage ich jetzt mal. Vielleicht macht unser Almöhi auch nicht so gute Sachen. Vielleicht schlägt er auch seine Frau, vielleicht misshandelt er auch seine Kinder. Aber das ist kein fanatischer Christ, der meint, dass wenn sie in die Luft springt, dass auf einmal 40 Jungfrauen zu ihm kommen. Genauso sind die dort unten jetzt nicht die besten Leute. Genauso wie wir sie hier nicht haben. Das sind ganz normale Leute, die haben jetzt keine Schafe und Kühe, vielleicht haben sie halt Ziegen. Ja, scheiß doch drauf. Aber ich habe trotzdem was dagegen, wenn sie meinen Almöhi wegbötzen mit Drohnen. Und genau das passiert da unten. Das ist deren Kultur, das sind deren Bauern. Ja, Entschuldigung. Wollte ich nur mal losgelassen haben. Aber es gibt auch Alternativen. Was Schönes, das habe ich festgestellt. Ich habe es nicht gewusst, weil es ist so eine große Matrix, will ich fast sagen, dieses ganze Mediengebilde. Auch wenn ich selber über die Ukraine informierst oder über Obama, bleibst du ja immer drinnen, weil du informierst dich ja über Obama oder informierst dich ja über die Ukraine. Du musst schauen, wo du deine Infos kriegst. Und dann sagst du irgendwann, halt, stopp, ich gehe mal darüber. Das machst du wie? Es gibt hunderte, wenn nicht sogar tausende Netzwerke allein in Österreich, die uns helfen können. Zum Beispiel letztens haben sich 500 Leute aus irgendeinem, auch Almöhi-Kaff, zusammengeschlossen, haben gesagt, wir hätten gerne Solaranlagen. 500 Leute. Naja, mit 500 Leuten kannst du zum Hersteller gehen und sagen, ja, hey, wir sind 500, bis du das verkaufen willst, das gehen wir zum nächsten. Also du hast ein bisschen eine Verhandlungsbasis. Und die haben es zum Schnäppchen bekommen. Sind alles kleine Ideen. Oder zum Beispiel, ein Freund von mir, der regt sich auf, naja, im Tierschutzhaus, da muss ich zahlen, wenn ich mit dem Hund Gasse gehen will. Na, wie viel muss ich zahlen? 25 Euro, der geht scheißen. Schließ mich zusammen mit 25 Leuten, die auch gerne mit dem Hund Gasse gehen, vielleicht hat ein oder andere ein Auto. Wir legen alle einen Euro zusammen und die Versicherung für den Hund ist gegessen, weil es geht um die Versicherung, falls dem Viech irgendwas passiert. Und 25 Leute können schon mit dem Hund Gasse gehen, weil wir es vielleicht ganz geschickt machen. Lassen wir es mit dem Namen frei.
reden vielleicht mit dem beim Tierschutz aus und suchen sich immer einen anderen Hund aus. Kann man ja reden mit den Leuten. Gut, so viel dazu und zur letzten Aktion. Ich unterstütze sehr stark das reine Bemalen. Hat gekostet original einen Euro. Ich würde mich freuen, wenn ein paar Leute sich auf der Donauinsel eventuell zusammenschließen und wir dann einfach, ja, Links aufzeichnen, generell zeichnen, sich einfach kennenlernen, das war halt eure Idee. Oder generell andere Leute kennenlernen, erst was hackelst du, was machst du? Und ja, zum Vorredner, ich habe einen Job, danke. Wie gesagt, was machst du? Und ihr werdet es auf einmal sehen, erst der ist da und da dabei, der ist da und da dabei. Jetzt könnte ich mich da vielleicht dazuhauen. Na, mögen mich die? Naja, ich habe mit dem Kreidefläche, mit dem ein bisschen Kreide gemalt, eine Zigarette geraucht und so weiter und so fort. Oder macht einfach selber einen Flyer für die Friedensmahnwache. Bitte, Leute, es ist nicht schwer. Und dann, ist auch leider für die Montagsdemo. Nächsten Montag sehen wir sich sowieso wieder. Wir brauchen kein großes Facebook, bla bla bla. Das habe ich wirklich festgestellt. Ich merke mir den Namen von den Leuten, die ich da trifft nicht. Sorry. Aber ein anderer hat gesagt, hier ist Leiwand, ich kann Ihnen Photoshop vorbeibringen. Leiwand haben wir sich da auf der Mahnwache getroffen. Einer, hier ist Leiwand, kann ein paar Lieder mitbringen, weil ich einfach ein paar Lieder von ihm haben wollte. Ich kenne den Typ nicht wirklich. Montagsdemo, danke. Also wenn ihr ein Projekt vorhabt, Montagsthema ist ein super Ort, um sich zu treffen und Leute kennenzulernen. Und, eins sage ich noch, wie gesagt, keine Ahnung. Und Afterdog im Motivpark oder in einem anderen Park wissen wir noch nicht. Es gibt immer so einen Live- und Afterdog, die Leute von 60 bis 20 bis 14 habe ich sogar gehört. Einfach nur da, um zu reden. Der Grund in Ordnung, haben wir sich einig, die Welt ist scheiße, super. Überlegen wir uns, wie wir es aufbauen. Vielleicht haben wir ja ein paar gute Ideen oder wir wollen uns wieder kennenlernen. Danke! Okay, ja. Thank you.